Du müsstest noch ein Filter tun, mindestens ein oder zwei. Wenn ich aber wirklich noch Filter rein tue, dann kann es nicht sein. Dann kannst du wenigstens die Tasche nehmen. Jetzt hat man wissen, was es für einen ist, oder? Ja, weißt du, es ist langweilig. Etwas, was sich nicht bewegt, das Bild muss sich immer bewegen. Sonst ist es warte zu schnell, du bist noch zu hell. Ja. Nicht mehr. Ja. Gut, top. Wir sind auf einem Harley-Drachen im Windsor. Hochschöne Autonäher, das kann man sehen. Was ist das genau damit? Das ist schön. Wer hat da schon alle gefahren, so eine Typ von Auto? Jetzt haben wir es gut. 1, 2, ja. Also komm mal. Das ist ja. Also was soll ich noch machen? Ja, also. Also das Rauschen-Ding, mach mal so. Ist es so besser? Ja. Ist jetzt gut? Ja. Rauschen-Ding. Warte mal. 1, 2. Ich glaube schon, ja, das Rauschen. Warte mal, 1. Das ist einfach cool. Instrument, was sieht man jetzt da? Von der Instrumentierung her sieht man eigentlich einen riesengroßen Tachometer, Temperaturanzeige, Zustandsanzeige. Ich weiß, das muss man die Lichter können einschalten, verschieden wischen und natürlich die Zustände machen. Sonst eigentlich ein großes ABS kann man sich umstellen. Ja, so muss man reden. Benzinanzeige ist jetzt die auf Null. Sind richtig.
wunderbar. Hallo zusammen, ich bin Patricia. Wir sind hier im wunderschönen Willisau. Wir trotzen dem Wetter. Ich bin heute hier mit zwei wunderschönen Autos. Ein 62er Chevy Impala. Ist ein Viertür Pfostenlos, eine Rarität von dem her. Er hat einen 4,6 Liter V8 Motor, 2-Gang Powerglide. Wunderschön zum Fahren, zum Cruisen. Wenn man am Sonntag eine Ausfahrt machen mit der ganzen Familie. Ist ein 6-Plätzer. Wir haben ihn in den letzten 4 Jahren fast ganz restauriert. Wir haben komplett Lackierung neu gemacht, Lenkung Fahrwerk aufgebaut. Wir haben das Interieur neu gemacht, damit das Auto so ein Kulturgut auch weiterhin kann erhalten bleiben. Der ist, Versicherungswert hat er 40'000. Heute zum Verkauf angeschrieben für 33'000. Ist von dem her eigentlich ein preiswertes Angebot. Man kann sich bei mir melden, jawohl. Das kann man am besten über das Telefon 079 744 54 36. Ist veteranenprüft im Kanton Luzern. Ein wunderschönes Auto. Eigentlich alles gemacht. Innen sitzen, Schlüssel drehen, fahren und geniessen. Wie bist du zu deinem Hobby gekommen? Wie bin ich zu meinem Hobby gekommen? Ich habe mich immer schon für die Rock'n'Roll-Szene interessiert. Ich bin mit dieser Musik gross geworden, irgendwo durch von der Familie her. Und ich habe das Auto gesehen, ich habe mich darin verliebt und dann mit dem Oldtimer oder durch den Oldtimer auch meinen Mann kennengelernt und mit ihm zusammen dann den Aufbau gemacht und das Auto ein bisschen, ja, ab einem Bauernhof eigentlich, sagt dem immer so ein bisschen gerettet, dass er nicht vergammelt, sondern dass man den wirklich erhalten können. Es ist ein Stück Geschichte, wo man fahren damit, wo man leben damit, wo Spass macht. Ich habe ihn jetzt seit 4 Jahren und eigentlich alle Jahre auch immer etwas gemacht daran. Und ja. Ja, was können wir sagen zu innen? Hast du schon gesagt, wie viel verbraucht, zum Beispiel Liter, wie gross der Motor ist? Also wir haben den Motor, das ist ein 4,6 Liter V8. Der ist auch mal eingestellt worden von einem Feinmechaniker. Der läuft wunderbar rund, wunderschön für so ein altes Auto. Wir haben die Sitzbank ganz neu machen lassen. Die Polsterbezüge sind original und da haben wir es einem Sattler gegeben, der alles aufpolstert hat, alles erhalten hat, damit es auch die nächsten Jahre wirklich wieder schön bleibt. Ansonsten, das Interieur ist sonst original belassen, so wie er seit 1962 unterwegs ist. Ein bisschen Customize haben wir, indem man sieht, wie ich da auch ein bisschen auf die Würfel stand. Wir haben am Gangschaltungshebel haben wir den Würfel, wir haben die Türknöpfe, haben wir Würfel. Das ist so eine Spezialität von mir, wenn ich das Auto etwas persönlicher gestalten konnte, ohne es grundlegend zu verändern. Aha. Wo ist der Kilometer? Rund 139'000 Kilometer drauf. Und er läuft sehr rund. Man sieht, der Tacho geht bis über 180 raus, ich habe es nie ausprobiert. Aber also bis 100, 120 läuft er wunderbar auf der Autobahn, liegt schön auf der Straße. Es ist ein gemütliches Cruisen, es ist kein Raserauto. Von dem her wirklich etwas, um gemütlich die Straße geniessen zu können. Können wir auch ein paar Aufnahmen schicken? Wow. Felgen haben wir auch noch. Das zweite Fahrzeug, das ich heute mit dabei habe, das ist ein 1978er GMC Van. Der ist ein absoluter Show-Van. Man sieht, dass er sehr viel Airbrush hat, außenrum komplette Lackierungen mit Motiv, mit Copyright vom HR Giger, einem Schweizer Künstler. Wir haben einen Innenausbau, sehr exklusiv, mit rotem Velour, mit Spiegel, mit Kronleuchter. Wir haben einen Kühlschrank drin, wir haben ein Weströgli drin, versteckt in einem dieser Schäftchen.
Es ist ein Showfan, absolut ein Pokaljäger auf jeder Ausstellung, wo es um Lack und Interieur oder auch Technik geht. Er ist trotz allem aber auch ein Nutzfahrzeug. Man kann mit dem durchaus auch mal in die Ferien, man kann schlafen zu zweiten, man hat einen funktionellen Kühlschrank, man ist da wirklich unabhängig, kann man da ein paar Tage unterwegs sein, ohne dass man muss Hotel oder Campingplätze mit Zelt brauchen. Ja. Mann, wie lange ist das dran gewesen? Der Van ist ausgebaut wurde Ende 80er Jahre in Kanada als Showfahrzeug und ist dann in die Schweiz gekommen. Und in der Schweiz dann frisch lackiert wurde im 1992, so wie er heute hier steht, mit diesem Motiv im Schwarz, Klarlack, mit diesen Airbrush, die doch sehr speziell sind. Und der ist auch zum Verkaufen, den haben wir jetzt hier für 44'000 Franken angeschrieben. Es ist immer alles Verhandlungssache, wenn man Interesse hat an so einem Auto. Es ist sehr persönlich, es ist sehr exklusiv, auf jeden Fall auch ein Liebhaberfahrzeug, wo man eigentlich schon muss Fan sein davon, dass man so etwas auch braucht. Das Verrecktigste, oder? Das ist schon so. Weisst du, da hast du eben wirklich auch funktionelle Licht und alles. Da hat es überall Licht drin, Lauflicht und so weiter. Also kann das... Hat er gesehen? Ja, klar. Wo? Ah ja, das ist 3D, also fast 3D. Ja, ich weiß nicht, wie gut das es überkommt. Probieren? Probieren, genau. Nicht anders sagen. Schön, dass du mich angesprochen hast. Und super, ja. Machen wir doch. Danke immer. Danke. Tschüss. Dir. Tschüss. Also, hallo, ich bin der Dani oder Yankee, Dog Tod, Undertaker, Kräftiger oder ist das irgendetwas? Ich habe viele Spitznamen. Und das ist einer von meinen drei lustigen Autos, wo ich praktisch alles selber mache, bis auf den Motor, Vergaser und Automat. Und mit dem fahre ich jetzt zum Beispiel um, seit 20 Jahren. Ist genau so, wie er da steht. Außer die Sonnenblätter, die ich wegnehme, ist er genauso vorgeführt. Unter dem Auto bin ich nie fertig und an meinen anderen auch nicht. Und bei dem Auto habe ich jetzt 416'000 Kilometer mit 137'000 gekauft. Und mittlerweile habe ich wirklich alles ausgewechselt, was man überhaupt auswechseln kann. Und so kuriose Ideen da. Würde ich noch viel mehr machen, aber es ist immer noch Fahrt, es muss immer noch fahrtauglich sein. Und wie? Genau so, wie er da steht, ist er vorgeführt. Und dann haben wir nochmal ein lustiges Auto. Wo ist das? Ja, und eben bei dem habe ich müssen den Motor, also den automatischen mal durchsehen. Und dann habe ich das revidierte Steuer und habe ich gerade einen Austausch. Aber sonst Kühler, Aufhängige, Bremsen, alles, Wasserpumpen und so weiter, komplett von der hinteren Stoßstange bis zu der vorderen, alles ausgewechselt. Und zu deinem, was hast du so für ein Outfit oder so? Das ist ein bisschen Gothic-Style. Super. Innenaufnahmen können wir auch machen. Etwas. Ist noch etwas Spezielles innen für? Ich Oder wenn es hier zum Beispiel regnet, ist bis vor kurzem das Wasser hier runtergelaufen, hier drinnen rein und in den Kofferraum.
Und jetzt seit Neuem läuft es hier rein, hier drinnen, hier Öffnung hier. 100% abdichten und kommt auf die Seite hier durch den alten Offenrohr raus. Also, wenn es recht regnet, kann man die Schuhe unten dran heben und die Schuhe waschen. Und der Kofferraum ist auch alles gemacht. Und lauter so kurioses Zeug. Auspuffen in der Rohr, ehemaliges Wasserleitungsrohr. Hintere Stoßstange ist von einem Chevy, vordere Stoßstange von einem anderen Auto. Rücklicht, alles Zeug da. Mittlerweile ist wirklich komplett. Sogar Seitenscheibe, Frontscheibe, alles Zeug da. Habe ich alles ausgewechselt. Und so kurioses Zeug. Inwendig habe ich eine Holzsitzbank. Neben vorne. Ja, so lustiges Zeug, wo bei mir muss. Kann Sinn ergeben, bei mir muss nur passen. Inwendig also Blüschbälle und alles da. Türverkleidungen von zwei verschiedenen Autos, ein grauer, ein Brus. Original ist blau. Also wie gesagt, ja da Riffelblech überall, Unterboden ist Riffelblech, teilweise ein drängender Teil 7 mm Stahl, 10 mm Stahl, Winkelelemente ineinander verschweißt und so weiter. Lauter so lustiges Zeug. Machen wir ein paar Aufnahmen. Ja. Das machen wir mal da. In dem Fall. Oder da oben ist zum Beispiel mein Flossenauto, mit dem fahre ich seit 13 Jahren rum. Und mit dem bin ich jetzt auch schon fast 200.000 Kilometer selber gefahren. Und schon in ganz Europa. Und genauso wie er da steht, habe ich ihn auch wieder vorgeführt. Das ist genau 10 Minuten nach dem Vorführen in diesem Zustand, mit allem Drum und Dran. Da ist halt nicht nur eine Attrappe, oder? Und wie heißt das Danny oder Yankee, Dog Tod, Undertaker, Gravedigger oder so ist irgendetwas. Ich tue das einfach mal zu denken. Ja. Ein Apache C15. 15 heisst Langversion. C, konventioneller Heckantrieb. Aber darf ich das jetzt aufnehmen? Ja, ja, ja. Ja. Kann ich zeigen. Ja. Jahrgang 60. Ja, ich habe noch keinen gesehen in der Schweiz bis jetzt. Mit dieser Form. Können wir da vor dem. Oh, wir machen hier vor dem. Okay. Gut. Muss ich nicht fragen. Dann kannst du etwas fragen. Also vielleicht von der Teilnehmerzahl, vom Land her, wo das überall haben, vielleicht von den Autos, die da sind, hast du etwas Spezielles irgendwie, was außergewöhnlich ist? Vielleicht das ist so eine Frage. Ja. Ja, wir haben trotz, dass es relativ heftig geregnet hat am Morgen, gleich relativ viele Leute gehabt. Es sind sehr viele alte Autos gekommen. Auch. Natürlich haben ein bisschen die Hot Rods, die ganz verrückten und die ganz schönen, vielleicht gefällt. Aber wir sind nach wie vor sehr dankbar, es sind sehr viele Leute gekommen, trotz jetzt, dass es eben wirklich schlecht Wetter war. Und jetzt hoffen wir natürlich,
dass es dann wirklich auch besser Wetter wird in nächster Zeit. Und ja, ich denke, der eine oder andere wird sicher wieder kommen von denen. Das ist so definitiv. Von der Zuschauerzahl her ist es ganz schwierig zu sagen. Es wird sich belaufen zwischen 2.000 und 3.000 Leuten. Und ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Glück gegen oben hier und hoffen, dass wir ja, die Leute noch ein bisschen top halten und dann da oben losklingen. Ja, wir haben relativ viele Parkplätze, also das sind sicher 700-800 Parkplätze, die wir hier ringsherum haben. Das ist sehr dankbar in der Weidematte unten und mit den verschiedenen Einkaufszentren, die wir unten haben. Von dort her haben wir die Parkplätze können benutzen und da sind wir auch wirklich sehr dankbar, dass wir so viele haben. Und das macht auch das aus, das Amitreffen hier in Willisau, dass wir die Möglichkeit haben, sehr zentral können zu parkieren und nachher im Sportrock-Café dann können konsumieren. Also von dort her sind wir sicher ideal gelegen und haben jetzt das vierte Mal ja, eigentlich einen tollen Erfolg gehabt. Wir sind sehr dankbar, dass so viele Leute gekommen sind, trotz eben wüstem Wetter jetzt noch. Gut, danke. Aha, gut, dann komme ich dann neidisch mit. Schön, gell? Kommst du gut? Ciao, Werni. Schön, tschüss. Gell? Danke. Ciao, ciao. Danke, ja. Ja, vielleicht was für ein Typ ist, wie du dazu gekommen bist, was, ja, dich, was dich fasziniert. Hab ich schon. Also, mein Name ist Marco, das ist ein Camaro SS 6,2 Liter V8 Edition, also Transformers Edition, direkt von Kanada importiert. Wenn ich zu dem Ganzen dazugekommen bin, ganz klar Transformers, wie das alles sagt, das ist natürlich Liebhaber Edition, also der Film. Also es ist wirklich eine Transformers Edition von Kanada, also limitierte Edition. Und da ist ganz klar, der Film macht es natürlich aus, dass ich das Auto auch gekauft habe. Wie teuer ist es? Wie teuer? Also ich habe den importiert, der war 42'000 Dollar gewesen. Mit Verfrachtung und alles sind wir auf die 55'000 gekommen. Der hat jetzt auf dem Leistungsprüfstand 480 PS. Also heisst, das Differential ist gemacht worden, das 391er und dann ein anderer Auspuff mit Catback hat es darunter, Luftfilter und dementsprechend ein paar Abstimmungen. Je nachdem, wie man natürlich Gas gibt. Also 24, 25 Liter kommt schon noch drauf, je nachdem, ob man einen schweren Fuß hat. Der Durchschnitt ist etwa 14 Liter. Das ist 2012 Edition. Super, nein. Ah, schade. Ja. Das ist auch interessant. So, zu innen anschauen. Warte, mach noch ein neues Hinten für. Warte, so ein Ups. Gut, vielleicht sehen wir noch. Muss auch noch schnell das Zeug rausnehmen. Aha, ja, okay. Ich bin jetzt wenig schnell. Ja, schon durch. Hä? Ja, gut, durch. Okay. Hä? Gut. Danke. Ich habe eine gute Fahrt. Tschüss, bis nächstes Mal. Dankeschön.
Auto gegen Kinder. Das Beste.